Salamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ich habe hier ein Zitat aus Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dies ist der Kardinalvers für die Christen, um ihren Exklusivanspruch zu untermauern, dass man nur so zum Heil kommt, also Exklusivheilsanspruch, wenn man so will. Wir wollen uns zunächst einmal Folgendes vor Augen halten und vor Augen führen. Jesus im Evangelium, hat er jemals diesen Exklusivheilsanspruch für sich formuliert? An anderer Stelle. Hat er, als er befragt wurde, Meister, wie kann man ewiges Leben erlangen? Hat er dann in der direkten Antwort gesagt, dass dies nur möglich ist durch ihn selbst? Die klare Antwort ist nein. Er wurde gefragt, wie man ewiges Leben erlangen kann. Und dieser Dialog, der findet sich im Evangelium. Nicht nur an einer Stelle. Die erste Antwort, die er gibt, als er mit guter Meister angesprochen wird: Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein. Damit hat er das erste Gebot bereits formuliert. Und dann sagt er: Und das nächste halte die Gebote ein. Die kennst du, sagt er. Sinngemäß, die kennst du aus der Tora. Halte die ein. Die 10 Gebote, aus denen sich alle Gebote ableiten lassen. Aus den großen 10 Geboten lassen sich alle Gebote ableiten. Aber er sagt nicht, dies kannst du nur erlangen durch mich. Wir wissen, dass die Evangelien entstellt sind. Wir wissen auch, dass die Kirche diesen Alleinherrschaftsanspruch für sich einnehmen wollte. Das war aus Machtdenken, aus irdischem Machtdenken. Jesus hat mit irdischem Machtdenken nichts zu tun. Er sagt dies ganz deutlich: Mein Reich, das ist nicht von dieser Welt. Das heißt, er hat nichts mit dem zu tun, was Machtdenken angeht oder was Exklusivansprüche angeht. Denn hätte er diesen Exklusivanspruch für sich eingenommen, dann hätte er deutlich gesagt: Siehe, alles ist mein. Aber Jesus in Demut sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber auch, um seine Mission noch einmal zu unterstreichen. Und er definiert seine Mission sehr deutlich: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Dies ist die Definition seiner Mission. Und damit wird klar: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kann nicht stimmen. In der Definition eines Alleinheilsanspruchs kann es nicht stimmen. In der Definition. Denn er gebietet ja seinen Jüngern, ja nicht zu den Nichtjuden zu gehen. Das wäre ja geradezu ungerecht. Niemand kommt zum Vater denn durch ihn, und dann befiehlt er: Geht aber nicht zu denen. Ja? Geht aber nicht zu den Nichtjuden. Wenn sie aber nicht dorthin gehen, dann können diese ja die Botschaft Jesu nicht empfangen und gar nicht zum Vater kommen. Das heißt, er hat ja von vornherein dann selektiert und gibt ihnen ja nicht einmal die Chance, die Botschaft zu empfangen, um zum Vater zu gelangen. Dann ist ja der Befehl, geht nicht zu den Heiden, geradezu gemein, um es mal ganz einfach zu formulieren. Nein, man muss das tiefer sehen, tiefgründiger. Jesus sagt, er ist gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und tatsächlich haben sich Historiker und Theologen daran gemacht, zu überlegen, wer sind die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Man ist sogar so weit gegangen, dass man gesagt hat, das sind die verlorenen Stämme, die vertriebenen Stämme, der geheimnisvolle Stamm um den Propheten Benjamin. Und dann hat man also gesagt, er ist nur dahin gesandt. Und die Ahmadiyya hat daraus sogar eine komplette Religionsphilosophie formuliert.
indem sie tatsächlich daran glaubt, er ist wirklich nur gesandt zu denjenigen, die da vertrieben wurden, zu diesen verlorenen Stämmen, und die befinden sich in Indien und Kaschmir, also ist er eigentlich nur gesandt nach Indien und Kaschmir. Als ob Gott, Herr Isa a.s., nach Israel sendet, um ihm aber zu sagen, da gehörst du gar nicht hin, sondern du musst nach Kaschmir. Dies macht keinen Sinn und zeigt, wenn menschliche Entstellungen gegeben sind, dann sind sie sehr schnell mit dem einfachsten Verstand zu überführen. Und wer hat uns den Verstand gegeben? Gott der Allmächtige, Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sagt Jesus Isa a.s. in seiner berühmten Bergpredigt, wer diese meine Rede tut, den vergleicht er mit einem klugen Mann, mit einem Mann voller Verstand. Das heißt, der Mensch muss seinen Verstand einsetzen, um die Rede Jesu zu tun. Und dazu muss man eben auch differenzieren. Es kann also gar nicht angehen, niemand kommt zum Vater denn durch mich, und dann zu sagen, geht nicht zu den Heiden. Dies wäre ein absolutes Paradoxon. Aber Isa a.s. ist als ein Licht zu den Kindern Israels gesandt. Als ein Licht und nicht als ein Verwirrer. Nicht als jemand, der sich widerspricht und nicht weiß, was er will. Sondern diese Worte, die hat man ihm ganz einfach in den Mund gelegt. Dennoch bergen sie eine Wahrheit. Und dazu muss man aber erst einmal begreifen, wer sind denn die verlorenen Schafe des Hauses Israel? Lässt Jesus die Menschen im Stich? Redet er von irgendeinem geheimnisvollen Stamm irgendwo in Kaschmir und Pakistan, Afghanistan, verstreute Stämme? Oder redet er nicht tatsächlich von den Menschen, die in Israel lebten? Zu der Zeit, wo er hingesandt war, nämlich in Israel, selbstverständlich redet er von ihnen. Das heißt, die verlorenen Schafe des Hauses Israel sind diejenigen, die den Glauben an Moses und an die Tora, nämlich dem ursprünglichen Judentum, in ihrer Religion, in ihrer Definition verloren haben. Er ist also gesandt zu den Menschen, die abtrünnig geworden sind, die zwar Juden sind, aber ihren Glauben verloren haben. Er bezeichnet sie als verlorene Schafe, weil das muss man sich genau vorstellen. Ein verlorenes Schaf ist ein Schaf, das nicht mehr bei der Herde ist, sondern sich verirrt hat. Diejenigen, die sich also verirrt haben, es sind also die irrenden Juden. Die Menschen, die die Tora so weit entstellt haben oder entstellt bekommen haben, vorgesetzt bekommen haben, dass sie sich verirren, dass sie nicht mehr auf dem wahren Weg sind. Das heißt, Jesus ist gesandt zu den Juden, die ungläubig geworden sind. Und er macht dies sehr deutlich, als er befragt wird. Was macht er bei den Zöllnern? Was macht er bei den Sündigen? Ist er etwa einer von ihnen? Sinngemäß, da antwortet er, ich bin gesandt zu den Kranken, nicht zu den Gesunden. Ich bin gesandt, die Kranken zu heilen. Das ist es. Das meint er mit den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Isa a.s., Jesus ist also gesandt zu den Juden, um sie wieder zurückzubringen zur Tora, zur wahren Tora, nicht zu entstellten. Und das macht er ihnen ganz klar, indem er ihnen die Moral vorhält, die die Juden verlassen haben. Das heißt, was macht sie zu Abtrünnigen? Macht sie zu Abtrünnigen, dass sie die Gesetze Gottes nicht einhalten? Nein, sie haben die Gesetze Gottes, und natürlich vermischt mit Menschengesetze, sogar penibel eingehalten. Sie haben sie penibel eingehalten. Sie waren dessen streng, aber mit den Lippen, nicht mit dem Herzen. Sie haben sie eingehalten, denn er sagt es an einer Stelle, er sagt es ganz deutlich, dass die Menschen Gottesgesetze zu Menschengesetzen und Menschengesetze zu Gottesgesetzen gemacht haben. Sinngemäß in der Interpretation. Das heißt, sie haben sehr wohl das Gesetz begriffen. Sie waren aber dem entstellten Gesetz ausgesetzt, das die Schriftgelehrten zuvor verfälscht haben. Und damit waren sie Opfer und haben falsche Gesetze befolgt. Nun ist Jesus gekommen, zu bereinigen und wieder Gottes Gesetz zu erklären, aber auch deutlich zu machen, dass mit ihm auch Änderungen kommen. Denn, wie der Heilige Koran deutlich macht, jedes Zeitalter hat sein Buch. Das heißt, im Zuge der Entwicklung der Menschheit hat Gottes Heilsplan vorgesehen, dass sich auch die Botschaft verändert. Sie verändert sich nicht, indem ein Gesetz aufgelöst wird, denn da sagt Jesus, wer dies tut, der ist der Geringste im Himmelreich. Aber sie verändert sich, indem zu einem gegebenen Gesetz, zu einem gegebenen Vers, zu einer gegebenen Botschaft ein Ersatz kommt. Aber dieser Ersatz, wie der Heilige Koran auch erklärt, ist grundsätzlich entweder gleichwertig oder sogar besser für die Menschen.
Das ist das Prinzip der Offenbarung. Das heißt, statisch bleibt das Gesetz, aber in ihrer Interpretation und in ihrer Entwicklung, wenn wir so wollen, in der Evolution der göttlichen Gesetze, ergeben sich Änderungen angepasst an die menschliche Entwicklung. Und Jesus ist gekommen mit einer Kernbotschaft. Und das ist die moralische Botschaft. Diese bringt er aber wem? Den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, diejenigen, die bereits vor ihm Recht glaubten, das heißt, an Gott glaubten, an das jüngste Gericht glaubten und rechtschaffen handelten, diese wurden nicht zu Ungläubigen, weil Jesus kommt. Kein Prophet ist gekommen, den Gläubigen zu schaden, sondern jeder Prophet ist gekommen, die Ungläubigen zum Glauben zu bringen. Es ist also töricht zu meinen, dass die gläubigen Juden durch das Kommen von Jesus zu Ungläubigen wurden. Das wäre ungerecht, denn das würde ja bedeuten, dass der Prophet nicht ein Licht ist und ein Licht den Menschen bringt, sondern Dunkelheit und Finsternis. Dem ist aber nicht so. Denn Jesus machte die Blinden sehend. Und das bedeutet, dass er diejenigen, die ungläubig waren, zum Glauben führt, die verlorenen und verirrten Schafe. Diejenigen, die aber an Moses wahre Botschaft glaubten, rechtschaffen handelten, moralisch rechtschaffen handelten, diese waren gerettet. Und es ist also falsch zu sagen, wenn sie jetzt Jesus nicht angenommen haben, sind sie grundsätzlich verflucht. Auch dieses verwirft eindeutig der Koran. Hier gibt es keinen Exklusivheilsanspruch. Der Koran macht dieses in einem Vers, der wiederholt wird, im Wortlaut, ganz klar und ganz deutlich, sinngemäß. Die da glauben, die Juden, die Christen und die Sabäer, wer auch immer an Allah, an den allmächtigen Gott, an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, an das jüngste Gericht und rechtschaffen handelt, der ist gerettet und hat nichts zu befürchten. Das heißt, wer, bevor die Gesandten kommen, rechtschaffen glaubt, der hat nichts zu befürchten. Der wird zum einen die wahrhaften Gesandten aufgrund seines wahren Glaubens und seiner Rechtleitung erkennen, oder aber er wird für seinen richtigen Glauben nicht durch das Kommen des Gesandten bestraft, weil er den Gesandten nicht erkennt. Wir müssen also deutlich sagen, Jesus ist nur gesandt zu den verirrten Juden, die ungläubig geworden sind, und das waren die meisten. Und zu denen ist er gekommen, als er im Tempel war und die Geldwechsler und die Spieler vertrieb. Da wird deutlich, welchen Weg die Juden eingenommen haben. Er sagt, ihr habt Gottes Haus zu einer Spielhölle gemacht. Da wird deutlich, ihr habt den Materialismus vergöttlicht. Ihr habt begonnen, Gott zu verlassen, indem ihr den Mammon ehrt. Und da sagt er, niemand kann zwei Dinge gleichzeitig ehren, Gott und den Mammon. Er wird das eine lieben und das andere hassen. Das ist der Weg, den die Juden genommen haben. Er will sie wegbringen von diesem materialistischen Denken. Aber er sagt, mit dieser Botschaft, mit denen geht nicht zu den Nichtjuden. Denn sie dient dazu, den Juden die Wahrheit zu bringen, sie in Anführungsstrichen gesetzt zu reparieren, zurückzuführen zu Tora und sie moralisch aufzuwerten, das, was sie verlassen haben, ihnen wieder zurückzuführen. Und deswegen sagt er, geht nicht zu den Heiden. Denn wie können die Heiden mit einer Zusatzbotschaft, die auf die Tora gründet, wie können sie da bekehrt werden? Denn das wäre nur die halbe Wahrheit. Das Evangelium setzt Wissen voraus, setzt Wissen der Tora voraus. Denn wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, wer auch nur eines der Gesetze aus der Tora auflöst, ist der Geringste im Himmelreich. Da kann man nicht zu einem Heiden gehen, der nichts, noch nie was von der Tora gehört hat. Das heißt, es ist eine spezielle Botschaft an die Juden, sie zu reparieren, zu frommen Juden. Und dann sagt er zu der Samaritanerin, das Heil, das kommt von den Juden. Denn sie waren bis dato das auserwählte Volk. Diese Aufgabe aber übernahmen dann die Araber, als der Prophet Mohammed a.s. kam, um dann die Wahrheit Gottes und die Wahrheit der wahren Religion zu verbreiten, die die Juden verlassen haben. Und erschwerend kommt jetzt noch etwas hinzu, was bedingt durch den Ungehorsam gegenüber Isa a.s. Befehl, was dann resultierte. Und dies, was dann im zweiten Teil ich ausführe, ist der ganz wichtige Punkt, um dann noch mehr zu begreifen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Damit komme ich inshallah zum zweiten Teil.